Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier vom Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute schauen wir uns die 5 Fehler an, die deine Bewertungen zerstören können. Beziehungsweise, wenn du so einen Fehler machst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du eine schlechte Bewertung kassierst. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gibt es jetzt dieses Video. Schaut es euch bis zum Ende an. Sehr, sehr wichtige Tipps. Doch bevor wir jetzt mit dem Content starten, gibt es wie immer im Dezember eine Verlosung für euch. Ich verlose heute eine Stunde Skype mit mir persönlich. Ihr könnt mir dann schreiben, einen Termin mit mir ausmachen. Und dann können wir uns anschauen, okay, vielleicht helfe ich euch beim eBay-Shop, vielleicht beantworte ich euch andere Fragen, was ihr wollt, können wir dann da machen. Also eine Stunde Skype und allen, die dieses Video liken und die Abonnent von Reselling mit Kopf sind. Jetzt fangen wir aber direkt mit dem Content an. Der erste Punkt, der Artikel ist doch nicht lagernd. Sowas kann jedem mal passieren, man stellt die Artikel ein, verkauft ihn irgendwie dann doch auf Spock, wenn man parallel wo verkauft, also schaut, dass ihr immer ein gutes Lagersystem habt. Es gibt nichts Blöderes, wie wenn man einen Artikel dann doch nicht lagern hat. Das bedeutet, man verkauft einen Artikel bei eBay, wird mit Sofortkauf verkauft, man sucht im Lager, findet den Artikel nicht, weil man ihn vor 3 Tagen auf Spock verkauft hat. Freunde, passt da auf, es gibt Leute, die bestehen dann auf den Artikel, was auch ihr Recht ist, also man macht ja einen Kaufvertrag. Also sie können auf den Artikel wirklich bestehen und wenn ihr Pech habt und ihr verkauft was, da müsst ihr es woanders teurer nachkaufen, macht Verlust. Er bewertet euch vielleicht nur neutral oder so wegen der langen Lieferzeit dann danach. Also wirklich aufpassen, der Artikel, der muss lagern sein, habt ein gutes System, streicht es gleich raus, dann habt ihr da nie Probleme, aber die Probleme passieren dem einen oder anderen definitiv in seiner eBay-Karriere. Dann der zweite Punkt, Artikel in falschem Zustand. Also man in der Euphorie fängt man an zu listen, ein DS, vielleicht prüft man den nicht, schaltet den nicht ein und dann verkauft man den wieder und dann sieht man beim Einschalten, wenn man ihn das letzte Mal checkt, man sieht einfach, dass irgendwie ein Sprung im Display ist, dass die Karte doch nicht near mint ist oder, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Also checkt die Artikel dann auch wirklich durch und meine Devise ist immer eher schlechter sozusagen beschreiben. Natürlich soll das jetzt nicht grob abweichen, aber ich beschreibe es eher so durchschnittlich, wie dass ich es voll hype oder wie dass ich den Artikel voll hype. Und dann kommt mir beim genauen Durchschauen doch noch ein Kratzer auf oder fällt mir ein Kratzer auf. Deswegen schaut den Artikel an, beschreibt ihn wirklich fair, seid einfach ehrlich bei der Beschreibung, dann kann euch dieser Fehler, also der Artikel ist im falschen Zustand, nicht passieren. Dann Nummer 3, zu lange Versandzeit. Wenn jetzt jemand bei euch kauft, per PayPal zahlt, dann seht ihr das sofort, ihr verschickt den Artikel, sobald es geht, alles ist safe. Es kann aber auch sein, dass einer bei euch per Banküberweisung zahlt, wenn ihr das anbietet. Wenn ihr da nicht täglich die Bank checkt, beziehungsweise wenn ihr euch da nichts eingestellt habt, dass ihr dann einen Alert bekommt, was die meisten von euch wahrscheinlich nicht gemacht haben, dann kann es sein, dass derjenige schon längst überwiesen hat und auf seinen Artikel bereits wartet. Also schaut auch immer wieder bei eurer Bank nach, ob da Zahlungen eingegangen sind, beziehungsweise stellt euch einen Alert ein, damit ihr gleich eine Nachricht bekommt, wenn eine neue Zahlung kommt und vergleicht das bitte. Manche markieren nämlich den Artikel nicht, das verschickt. Das ist dann eigentlich nicht euer Problem, aber es wird zu eurem Problem, weil sich der Gegenüber, der Kunde, der eigentlich König ist oder auch sein sollte, dann aufregt. Der sagt, okay, ich habe vor 2 Wochen überwiesen, wo ist mein Artikel? Dann schaut er hin, ihr habt es nicht als bezahlt markiert. Ja, super, aber die Überweisung ist trotzdem schon längst bei euch da, dann habt ihr wieder ein Problem, müsst schauen, ob ihr die Bewertung noch irgendwie retten könnt, müsst schnell verschicken, vielleicht per Express verschicken und habt dann wieder Kosten, das Risiko, dass ihr eine schlechte Bewertung bekommt und so weiter. Also der Tipp Nummer 3, schaut immer, um die Versandzeit wirklich schnell zu halten, schaut auch immer bei der Bank nach, checkt das immer alles durch, nicht, dass ihr schon eine Zahlung habt, wo noch nicht das bezahlt markiert wurde, obwohl es schon bezahlt wurde. Das passiert auch enorm oft, mir am Anfang ein paar Mal passiert, ganz zu Beginn, also checkt das auch immer ab. Dann Punkt Nummer 4, schlechte Verpackung. Besonders bei uns Lego-Resellern ist es ganz, ganz wichtig, eine gute Verpackung zu haben, weil wer kauft schon ein Modular Building für 600-700 Euro zum Aufbauen? Kein Mensch, das kaufen nur Sammler, meine Freunde. Und wenn dann die Verpackung schlecht ist und das kommt ein bisschen verbeult an, der wird es zurückschicken, ihr werdet eine schlechte Bewertung bekommen, weil der Gegenüber sozusagen angefressen ist und ihr müsst das Geld auch noch rücküberweisen, wenn ihr Pech habt. Also da passt lieber auf, wie wir das machen. Ich habe jetzt ein Harry Potter Schloss zum Beispiel verkauft. Wir verpacken es in eine Schachtel, die ganz genau passt. Und die Schachtel verpacken wir dann noch in eine weitaus größere Schachtel und polstern alles noch mit Styropor. Natürlich das Schloss dann auch noch, nur als Beispiel, auch noch in eine Luftpolsterfolie. Also checkt das definitiv 3-mal verpackt, lieber besser, gebt ein bisschen mehr Geld aus, verlangt auch vielleicht ein bisschen mehr Versand. Das ist dem vollkommen egal, wenn der einen Lego-Artikel für 700 Euro kauft, dann ist dem egal, ob er jetzt 10 oder 15 bezahlt, aber er will den Artikel sicher und wirklich unversehrt haben, weil ansonsten
wird das in einem Chaos enden, ihr werdet eine schlechte Bewertung bekommen, werden ein paar hundert Euro verlieren, weil das Set dann nicht mehr verkaufen könnt, beziehungsweise nur noch mit Abschlag und so weiter. Also Punkt Nummer 4, schlechte Verpackung, verpackt lieber besser, zahlt lieber ein paar Euro mehr, bevor ihr dann Probleme bekommt. Und Nummer 5, unfreundlicher oder gar kein Support. Der eine oder andere kennt es, der Kunde ist meistens nicht gerade nett, schreibt sehr, sehr oft. Aber Freunde, schaut, dass ihr den Support aufrechterhaltet, schaut, dass ihr freundlich bleibt, weil er am Ende kann euch bewerten. Schaut da wirklich, auch wenn es ab und zu extrem, extrem schwierig ist. Ich hatte letztens so einen Fall, wo ich Fitnessgeräte bestellt habe für mich zu Hause, für mein Homegym und habe in einem riesengroßen Shop so eine Langhantel bestellt. Habe da viermal hingeschrieben, nachdem die Lieferzeit natürlich schon längst abgelaufen war, also Lieferzeit war 10 Tage, nach 14 Tagen habe ich mal hingeschrieben, es war noch keine Sendungsnummer hinterlegt, gar nichts, habe mal nachgefragt, wo mein Artikel bleibt, habe insgesamt dreimal hingeschrieben, habe nie eine Antwort bekommen, habe zweimal dort angerufen, nur am Anrufbeantworter gelandet und ja, da könnte man schon negativ bewerten, ich habe es dann noch immer nicht gemacht, ich habe jetzt einen Fall aufgemacht, weil ich wirklich nur wenn es gar nicht mehr anders geht, schlecht bewerte, aber das ist definitiv kein guter Support, bei dem Shop werde ich nicht mehr einkaufen, also schaut da, dass ihr einmal am Tag euch eine halbe Stunde blockt, wo ihr alle E-Mail-Nachrichten beantwortet, wo ihr schaut, okay, wenn einer was gefragt hat und macht wirklich einen guten Support, weil wenn ihr ganz, ganz schnell zurückschreibt, da kann auch mal was passieren, aber ihr werdet eine gute Bewertung bekommen, wenn ihr gleich zurückschreibt, okay, tut mir leid, dauert noch ein bisschen oder ihr schreibt einfach mit dem Gegenüber. Dann fühlt sich der sicherer, dann weiß er, wird nicht betrogen in Anführungszeichen, die meisten haben ja Angst vor Betrug und so weiter. Er wisst natürlich, was ich meine. Das war's jetzt mit diesen 5 Punkten, ich gehe nochmal ganz kurz alle für euch durch. Artikel doch nicht lagernd, Artikel im falschen Zustand lagernd, zu lange Versandzeit, beispielsweise wenn man bei der Bank eine Überweisung bekommt, das nicht mitbekommt, dann die schlechte Verpackung und Punkt Nummer 5, unfreundlicher oder gar kein Support. Merkt euch das, meine Freunde, ich habe all das schon mal gehabt, also jeden Punkt bin ich selbst mal in Anführungszeichen drauf reingefallen. Schaut, dass euch das nicht passiert, deswegen mache ich die Videos. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Der Gewinner von heute wird morgen gezogen, der Gewinner von gestern wird jetzt am Ende des Videos gezogen. Und ansonsten liked das Video, seid Abonnent, um die Stunde Skype mit mir zu gewinnen. Da helfe ich euch, kann ich euch bei der Einrichtung auch helfen und so weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag, bleibt gesund, meine Freunde, und bis zum nächsten Video, euer René.